The Circle-Konferenz am 1. Juli 2021 in der wunderbaren Convention Hall im Circle am Flughafen. Rahel und Edith von Clear to Land, ihr seid heute Abend meine Gäste hier im Studio. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. Was macht Clear to Land einzigartig? Wir bieten als Crew von Clear to Land Tools aus dem Cockpit an, das heißt Handwerkszeug aus dem Cockpit, das man sich für seine berufliche und private Punktlandung nutzbar machen kann. Okay, und wie schafft ihr die Transition aus dem Cockpit ins Publikum oder bei einem Workshop aus dem Cockpit zu den Teilnehmern? Wir haben bei Clear to Land das Clear to Land Erfolgsprinzip entwickelt. Das besteht aus 8 Kernpunkten, die sich sofort und sehr einfach ins Privat- und ins Berufsleben umsetzen lassen. Für uns war eben wichtig, dass es wirklich ein Tool ist, was sofort umsetzbar ist. Und das vermitteln wir auch in unseren Keynotes, auch mit sehr vielen praktischen Beispielen, also aus der Corporate World und aus dem Cockpit, weil wir können nämlich beides bieten als Pilotinnen und eben als Vertreter aus der Corporate World. Und wir bieten auch eine gesamte Customer Journey an. Also wirklich von der Keynote, von der maßgeschneiderten Keynote und dem maßgeschneiderten Workshop bis hin zu unseren spezifisch entwickelten Tools, die man dann im Rahmen zum Beispiel eines Coachings oder eines Consulting-Mandats dann auch umsetzen kann. 5 Pilotinnen zählen zur Core-Crew. Ihr bezeichnet euch als Glamrock-Band der Aviatik. Warum nur Frauen? Können Männer nicht tanzen? Die können nicht rocken. Die können sehr wohl tanzen. Aber die Zusammensetzung der Crew, muss ich ehrlich sagen, war eigentlich ein Zufall. Aber mal Hand aufs Herz, es gibt eigentlich immer noch zu wenig Frauen in der Aviatik. Und zudem kommt noch die besondere Kombination, die wir anbieten, mit dem Unternehmens-Know-how und den Erfahrungen, die wir aus dem Cockpit mitnehmen. Das letztlich macht uns einzigartig. Ich bin ja beruflicher Vielflieger und normalerweise sitzt da immer ein Kerl vorne im Cockpit. Und die letzte Zeit aber fällt das auf, dass immer mehr Frauen da vorne drinne sitzen. Und am Anfang war das so das Gefühl, oh, Frauen können einparken, jetzt sollen sie die Dinger auch noch fliegen können. Aber mittlerweile hat sich das Bild völlig verändert. Es wird völlig normal, dass Frauen im Cockpit fliegen, sitzen und einen sicher von A nach B bringen. Es ist normal mittlerweile. Oder wie seht ihr das heute? Das ist ja gut so. Hoffentlich, ja, genau. Ist es normal. Das ist ja gut so. Und es braucht aber gewiss noch einen kleinen Weg, dass sich Frauen das auch noch mehr zutrauen. Und das ist auch der Weg, den wir da so ein bisschen ebnen wollen. Oder dieses Empowerment, dieses Mut machen. Und wir sagen ja immer, sei der Pilot in Command deines eigenen Lebens. Darum geht es bei uns. Es geht wirklich um das Empowerment und um diesen Mindset. I am clear to land. Aber mit unserem Produkt möchten wir nicht nur Frauen ansprechen, sondern das gleichermaßen Frauen wie Männer, wie Rachel sagt, eben dieses Empowerment. I'm the pilot in command meines Lebens und ich schaffe das. Ich schaffe das. Wenn ihr heute eure Vorträge anschaut, eure Workshops anschaut, habt ihr mehr Frauen im Publikum oder mehr Männer im Publikum? Es ist total gemischt. Ja. Es ist total gemischt und wir haben gerne Männer im Publikum und wir bekommen auch viel das Feedback, dass es heißt, hey, das ist jetzt wirklich mal was anderes. Das ist auch mal eine andere Sichtweise. Ja. Es ist eine Crew, das ist auch noch wichtig. Wir treten als Crew auf. Wir sind also nicht der Alleinredner, sondern wir sind am liebsten mindestens zu zweit oder sogar dann zu fünft. Am ersten sind wir zu dritt. Aber es geht wirklich auch um den Teamgeist, um den Team-Spirit, um die Crew und eben um diesen Mindset, I'm clear to land. Und den vermitteln wir Männern genauso gerne wie Frauen. Am 1. Juli 2021 bei der Circle-Konferenz, die Convention Hall, wir kennen sie alle.